Heute möchte ich euch etwas von der Ausstellung Oscillations von Marguerite Humeau erzählen. Bei der jungen französischen Künstlerin geht es oft um Wahrheit und Fiktion, um physischen und virtuellen Raum. In diesem Fall hat sie im vierten Obergeschoss des Museums kleine Venus-Statuetten gezeigt. Und viele Archäologen glauben auch, dass diese Venus-Statuetten des Paläolithikum eigentlich Gehirne symbolisieren, weil damals die Menschen begonnen haben, Tierhirne zu verspeisen, um dann schamanische Fähigkeiten zu bekommen. Also geht es auch in dieser Ausstellung von Marguerite Humeau um eine Passage von der Welt der Menschen zur Welt der Geister. Das Publikum wurde eingeladen, sich auf Matratzen zu legen und konnte auch den Stimmen von Frauen zuhören, die gerade eine Vision hatten. Und das Publikum war eingeladen, an dieser Vision teilzunehmen.